Da-da-dan-dan. Hey Leute, hier ist Aldemar zurück mit Mountain Blade Bannerlord. Weiter geht's. Rodok, was? Rebellen? So, jetzt haben wir echt nur noch... Wir haben wirklich nur noch Batania als Feind. Das gibt's doch gar nicht, oder? Oh Mann, ey. Das kann was werden. Waldmenschen, macht sie weg! Los! Sie fliehen! Ach, die haben die Krieg gegen... Ja, jetzt muss ich mal gucken. Batania. Also, wir können Krieg gegen Batania machen, sobald die ihren großen Krieg haben gegen jemand anders. Haben sie. Nördliches Imperium. 10 Millionen Rebellen. Ja. Ich meine, jetzt wäre eine gute Möglichkeit, aber unsere Armeen sind super geschwächt. Und ja, das geht jetzt noch gar nicht. Und wir haben da, die haben schon wieder eine Armee gegründet. Ich hoffe mal, dass sie einfach hier bleibt. Schön wär's. Okay, so. Handel. So, wir haben jetzt viel Geld. Wir können jetzt mal nochmal ein paar Leute ausrüsten. So, wir verkaufen nämlich jetzt hier alles so. Alles Unnötige weg. Jetzt gehen wir mal gucken. Also. Breiter 200 mit Hohlkehle. Ich habe überlegt, ob ich auf 1,5 umsteige. Das habe ich schon mal gesagt. Und ich glaube, das wäre eine Möglichkeit. Können noch. Nee, halt, warte. Wir müssen nochmal zurück. Ich will die Waffen doch einschmelzen. So, das auf jeden Fall weg. Und dann haben wir nochmal ein bisschen Kohle. Wie sieht's hier aus? Was haben wir denn hier? Oh ja, wir brauchen Kopfbedeckung und so. Oh, hier. Ritterhelm mit Bronzegesichtsschutz. Das ist der Einrad, ist unser, der Mann mit der eisernen Maske. Guck mal hier. Kaishi, das sieht doch bestimmt. Ja, genau. Die eiserne Lady. Ich bin keine Lady, schreit sie. Guck mal. Luxuriöses Ding ist Bummens, aber, ne? Was Besseres ist besser. Guck mal, hier noch so ein Umhang. Ein Umhängetäschchen. Was? Ne, 18. Das ist schon ziemlich edel. 15, 12. Boah, guck mal, die Schultern. Ich frage mich, ob der Spieß schon irgendwas gebracht hat. Wir kaufen hier auf jeden Fall ein Pernach. Ist um einiges besser. Pilum. Ich glaube, wir gehen lieber auf einen Speer. Ja. Wir können mal gucken, was wir noch bei den Schilden haben. Ach nee, eigentlich ist das gut, was sie da hat. Aber es könnte... Was Größeres wäre eigentlich schon ganz gut. So, Kaishi aus dem Norden. Wie sage ich mit Kaishis... Ach, oh. Dann haben wir noch ein bisschen was. Warte mal, Ein Rad. Schwere Bolzen hat er schon zweimal. Hickory-Style-Armbrust. Sonst haben wir nichts an Armbrüsten. Armbusen. Ja, die Keule müssen wir selbst bauen. Und sonst haben wir noch ein bisschen Rüstung vielleicht. Ich muss sagen, die Maske ist schon irgendwie sehr hässlich. Aber es ist besser. Es hat Schutz für alle. Okay, ich bin ruhig. So. Hier haben wir noch ein bisschen Holz. 3, Gott sei Dank. Essen gibt's hier nicht. Bier. Ach komm, hat er jetzt. Aber 47.000 ist schon ziemlich viel Asche. Ach so, einen Helm haben wir da schon. Ach, der ist doch ganz nett. Meine Ehegattin. Palastwachenhelm. Der kann jetzt weg. Aber dann haben wir wieder. So. Marmesone, gehen wir mal zum nächsten. Ich muss aufpassen, ne? Sobald die zu nah beim Feind sind. So, wir können mal ein paar Händler losschicken. Ein paar Unterhändler.
Sehen wir noch alle in Custody. Jetzt steht das dann in Englisch? In Custody. Lehn. Gucken wir hier nochmal. Cervic haben wir schon. Er ist schon bei uns. Er ist eine Killing-Maschine. Na egal. Okay. Was ist denn hier los? Ein paar. Alter, was machen die denn alle hier? Ergebt euch oder sterbt. Dreckige. Kann's gehen. Voll der Lappen, oder? Garland, Burg Drapan. So, das haben auf jeden Fall schon mal Adlige. Aha. It's been a while. It's been a while? And now? We ask you? Tja, auf was will ich hinaus? Dein Lord ist nicht mehr. König Derthert ist jetzt solo. Von was ist sie eigentlich noch Baronin? Egal, machen wir. Katatild ist bei uns. Wer hätte das gedacht? Wolltest du nicht was von der, Schatz? Nein, niemals! Das ist gelogen. Oh Gott, sie darf das niemals erfahren. Das ist Sieger. Die tötet jeden mit einer Axt. Ja, komm, nimm mir die mal. Wir tun auch jetzt mal... Festung zum Verlies. Gefangene verwalten. Ja, Burg Drapan war auf jeden Fall sehr edel. Wie sieht's eigentlich aus? Wie viele haben wir drin? 800. Nein, mit mir. So, jetzt schmieden. Nein, nicht schmieden, Alter, mal. Wie, hier spult jemand vor. Wir können nochmal eine Holzreise machen. Ich habe ja aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen all mein Holz verloren. Ich weiß gar nicht, weswegen. Sowas auch. Komm, wir müssen die Armee wieder auflösen. Ist mir egal, ob die rumjammern. It's been a while. Obwohl, oder ich lasse sie einfach. Ach, scheiße. Ich glaube, dafür haben wir keine... Kein Geld mehr. Keine Gelde. Gucken wir mal, wir brauchen sie aber. Wir brauchen sie, wenn unser Königreich bestehen soll. Jawohl. Alter, was ein Schnäppchen. Jetzt haben wir auch einen Batania bei uns. Fen Derngild. Ich glaube, die hat die schon mal als Lords bei uns. Aber ich will Ubrowing unbedingt haben. Wo, halt, zurück. Mann, letzter Zeit... Eins. Guck mal, das ist das Problem. Ich grade die Pferde ab. Also, bang. Bang. So, jetzt haben wir es aber. So. Mein Gott, Walter. Wie gesagt, es ist gut, dass wir jetzt gerade Frieden haben. Ich wette, wir werden automatisch Krieg mit Batania haben. Das ist definitiv, wahrscheinlich definitiv. Mit allen anderen müssen wir keinen Pakt haben oder dergleichen. Die haben Krieg gegen das Nördliche, das ist ja das, ne? Ja. Genau. Archios, mal gucken. Bla bla bla. Lol. Gucken, ich meine, wenn der nichts kostet. Sei günstig, du Lappen. Ne, tut mir leid. Merken wir uns mal. Archios.
Oh, ihr wird doch belagert. Ne, die belagern Lageta. Mann, ich bin jetzt schon... Ich muss mich aber echt zusammenreißen, ne? Wir sind definitiv noch nicht in der Lage. Ich muss die Armee kündigen, das geht so nicht. Die müssen unbedingt Truppen rekrutieren und so. Aber das tun die ja nicht, wenn die in der Armee sind. Nicht wirklich. Geh mal hier hin. Wie gesagt, wir könnten jetzt hier was einnehmen. Aber dann wären wir geschwächt und wenn wir mit Tanian uns den Krieg erklärt, haben wir echt Probleme. Jo, Alter, jetzt müssen wir eigentlich Batana den Krieg erklären. Ich muss ja für Armeen rumtingeln. Okay, wir gehen zurück. Wir machen das. Wir brauchen ja unsere Leute. Ich vergesse das jedes Mal. Wir nehmen alles mit. Aber es geht. Es sind schon mehr geworden. Soll ich noch Söldner holen? Aber wir haben kein Geld. Nee, lieber nicht. Hab ich noch Platz? Nee, oder? Ich weiß nicht. Okay, dann machen wir Krieg gegen Batania, solange die da Massenarmeen gegen sich haben. Ja, wir sind voll. Ich hab's nie gesehen, ne? Das steht ja tatsächlich da. Ist halt, ne? Ja, der Tunnelblick. Okay, Vartin, ich hasse dich. Tut mir leid, mach da Gewohnheit. Ich nehm trotzdem mal ein paar Altstürger mit. Altstürger! Wie viele normale Reitpferde habe ich denn? 24, okay, das ist wahrscheinlich nicht das Problem. Okay, das reicht aber jetzt. Holz haben wir jetzt auch genug. Ihr habt zu wenig Geld. Oh Gott, der Tag ist... Okay, dann müssen wir wohl. Wir haben keine andere Wahl. Okay, dann machen wir jetzt eine Armee. Wenn die nicht wollen... Ich darf das nicht so extrem schmälern. So, dann können wir ja selbst noch ein bisschen rekrutieren. Das wird schon funktionieren. Können wir bei Rowald warten und so. Da kommen sie! Ja, sehr gut! Wir holen uns zuerst Pravent, ne? Da kommt der Rest, sehr gut. Da kann auch Azarai sich ein bisschen was holen. Komm, wir gucken mal, was für ein Bündnis wir mit Azarai haben. Allein steht da nur. Warten wir gerade auf die anderen. Okay. So, jetzt gehen wir nochmal hoch. Also das ist unser Ziel hier auf jeden Fall. Vielleicht sollte ich es auch lieber jetzt direkt machen. Wir schaffen das. Wir glauben an mich. Oder? Glaubt ihr jemanden an mich? Ja, alle natürlich. Ich biete eine Kriegserklärung an. Ich muss es durchdrücken. Das kostet mich 700. Die wollen das nicht. Scheiße. Ah, Mann. Ey, mach ich denn da jetzt? Soll ich warten? Toll. Aldemar aus Gottwald hat sich mit der Unterstützung seines Rats entschieden, nicht gegen Batania in den Krieg zu ziehen. Gesetze. Gesetze.
Bei königlichen Dekreten haben Rang 4 plus 4 Kleinentscheidungen doppelte Auswirkungen. Die Einflusskosten für Bestimmen von Volksentscheiden wird verdoppelt. Von Adligen des Rang 5 angeführten Armeen erfordern 10% weniger Einfluss. Der Einfluss des Herrscherklans wird einen pro Tag verringert. Nee. Mal, kann keiner mit, ja, machen wir. Dankeschön. Tja, das ist jetzt ein Problem, ne? Wenn ich jetzt Krieg provoziere, macht das bestimmt alle sauer. Schon wieder! Was bringt das denn? Bringt das Einfluss, dass ich Armee befehlige? Wie gesagt, Batania wird uns nicht den Krieg erklären. We're just armless travelers. Dass sie mir nicht entfliehen konnten. Wir warten mal bei bei Oxhall. Pro Tag kriege ich 20. Ah, Mist, ich krieg. Aber ich krieg 0,5 dazu, ja? So ist nicht. Nee, dann. Muss ich den Esbuffer wieder. Da muss ich erstmal laufen lassen. Können wir nicht ändern. Können wir nicht ändern? Das ist wirklich blöd. Dann machen die gleich wieder Armeen und so. Ich meine. Warum lieben die mich denn nicht so? Warum wollen die denn keinen Krieg? Das ist gemein. Guck mal, 9.900. Puh, vielleicht ist es auch einfach besser. Das hat jetzt nochmal 100 gekostet. Allein schon dieses Ding aufgeben kostet 100. Ja, dann. Tja, dann müssen wir halt mal warten, bis sie uns den Krieg erklären. Ich lasse das jetzt automatisch hier durchlaufen. Minus 1 Geschworenengericht. Unsterbliche Ausstrahlung. Plus 12. Meine Güte. Ich bin aber auch toll. Jetzt machen sie gleich wieder eine Armee. Ich meine, hier wären ein Pravent Rebellen wären toll. Sollen wir mal gucken gehen, ob es da Rebellen gibt? Lageta haben sie eingenommen. Oh Mann, ey, Quajatz, es ist echt. Ah, gesteigert, sehr schön. Also, ja, eigentlich, ich meine, wenn wir ein bisschen warten, gibt es hier Rebellen. Dann haben wir auch keinen Krieg mit den hässlichen Bataniern, den Waldschraten. Und ich kann hier ein bisschen Einfluss sammeln. Tja, das ist jetzt ein bisschen doof. Ich dachte, wir haben noch schöne Schlachten diese Folge. Mann, das hat aber jetzt Kohle gebracht. Alter, ist das ein Dorf, was 1800 bringt? Ah, das wäre, glaube ich, jetzt eine Quest. Zoll, Zoll, Zoll. Also Oxhall bringt echt gut Zoll. Ochsenhall.
können auch hier nochmal eine Werkstatt kaufen. Wir hatten ja hier schon mal die Zimmerei. I am at your... Ja, komm, dann laufen wir hin. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Ach, das ist die Brauerei. Warte, die kaufen wir auch. Super, klar, toll. Super, okay. Mann, bling, bling. Das ist so Töpferei. Ah, gut, ich komme rein. Ein Wunder ist geschehen. So, dann haben wir das. Rekrutiert alle Truppen. Das ist wunderschön. Verehrte Hoheit. Ja, es kann ewig dauern, bis da Rebellen kommen. Oh, es gesteigert. Sehr schön. Recruitment. Ich kann dann weiter rekrutieren, oder? Tu mir lieber. Weil... besser ist das. Bauen. So. Machen wir das auch mal hier. Dann. Ach ja. So, es macht echt Spaß, oder Leute? Wir sind schon weit gekommen. Also es ist, glaube ich, die beste Runde, die ich bis jetzt gestartet habe. Bei den letzten bin ich immer so ein bisschen ausgetrocknet am Schluss. Ich bin ausgetrocknet! Nein, ich will nicht zum Fürstensaal. Es sieht toll aus, ne? So, wir wollen zur Stadtverwaltung. So, wir wollen bauen. Also es sind Befestigungen 2 immerhin drin. Wir bauen auf jeden Fall die Belauungswerkstatt. Ne, halt. Also, Werkstätte. Der Nahrung ist echt ein Problem. Vielleicht doch erst die Obstsachen und dann auf den hier. Dann den hier. Den. Und dann den und dann den. Wie gesagt, ne? Im ersten Teil konntest du Dörfer pimpen. Mühle bauen, Schule bauen. Ach, langweilig, Schule. Wie gesagt, die Bauern müssen dumm bleiben. Wir wollen ja nicht, dass die niederen Geschlechter denken, sie wären besser als der Adel oder klüger. Was ein Blödsinn. So, bleiben wir bei Nahrung, Bewässerung. Ach, Dorfwachstum, dann machen wir mal Unterkünfte. Aber Wohlstand ist auch echt hoch. Mama Miliz. Miliz, Miliz. Guck mal, der hat gerade Truppen verloren. Ich meine, ich... gut, wir haben ja die ganzen Gouverneure, die hier Arbeit verrichten. Guck mal, jetzt haben wir wieder 706. Wir sind ja voll. Komm, wir verkaufen nochmal Zeug, was uns zu langsam macht. Ah,
Also besonders die, die habe ich nämlich letztens hier irgendwo gekauft, ich Trottel. So. Das Holz behalten wir natürlich. Das sind 31. Ja, wie gesagt, ich würde gerne Pansen und so ins Feld schicken. Noch eine Pansenarmee, das wäre es eigentlich. Aber wir brauchen Kohle. Wir müssen Kohle scheffeln für mehr Lords. Oh, Kaishi aus dem Norden. Ich bin stolz. Falsches Fenster. Machen wir mal hier. Ein Fokuspunkt für Sieger. Oh, Pansen. Ochus Sturm hat auch noch einen. Mamme. Irgendwann. Irgendwann mal. Oh, Prinz Impossible. Nee, Vogt, ne? Ah, egal. Komm, die wollen wir haben hier. Oh, na toll. Bringt natürlich keine Erfahrung. Aber die bringen ja sowieso kaum noch Erfahrung. Ich will mal jetzt 726. $150 kostet dazu schon. Keine Ahnung, ich brauche so 900 oder so, damit das funktioniert. Geh mal weiter nach Banditen gucken. Vielleicht finden wir hier oben was. Oh, Feldwebel. Der Feldwebel. Lords alle auf engstem. Aber warum können die denn sich nicht mal ein bisschen pimpen? Boah, Katatils 209. Sieger! Oh Mann. Dass ich mich nicht mag, ist irgendwie merkwürdig. $611, so muss das sein. Pass auf, wir machen jetzt nochmal Kingstonella. Eine Armee für. Ne, Armee mit Pansen. Oder Sieger? Ne, Pansen muss das machen. Komm, Pansen, du kriegst von mir irgendwas. Dann hau rein, mein Sohn. Mein Sohn. Da ist ein großer brauner Bär im Wald. Nee, wie war das nochmal? Ich hab's vergessen. Mit den Händen habe ich ihn erlegt, mein Sohn. Und wie, das war ein ganz normaler Schulweg. Ja, ja, der Schulweg unserer Eltern, ne? Wieder wie meine Eltern das beschreiben. Jetzt werden wir direkt arm jetzt. Guck mal, jetzt sind wir direkt bei Minus. Erklärt mir doch Krieg, das wäre so schön. Toll wäre das wirklich. Oh ja. Ja, Don Luca und so, ich muss die halt auf Vogt pimpen. Ja, sonst scheiß mir drauf. Nun erklären Batania-Krieg, wie wir das wollen. Im Ernst. Warum soll ich so viel Einfluss opfern?
Und du ja auch. Komm, das machen wir. Scheiß drauf. Komm, wir machen jetzt Krieg gegen Batania. Ist mir egal. Irgendwas wird hier schon rumeiern. Hier sind ein paar Bauern. Nee, die sind arm. Da ist eine Armee. Yours is not a face I know. Ich speichere mal gerade ab, okay? Wenn das in die Hose geht, kommen wir vielleicht irgendwie noch, keine Ahnung. Ich guck einfach mal, ich will wissen, was das mit den Lords macht, okay? Den machen wir jetzt so platt. Horsemen! Kill them all! Go! Sergeants in charge! Komm, sollen die Sergeants das jetzt machen? Troops charge! Attack! Also wir haben einige Feldwebel in unserer Armee schon. Ja, ja, müsst ihr. Greifen die nicht an? Cavalry! Hey! Wow! Komm jetzt, Schluss jetzt hier. Ich hab doch keine Zeit für sowas. Bogenschützen. Jetzt kommen direkt die ganzen Langbogenschützen da. Ach du Scheiße. Ich brauche jetzt meine volle Lebensenergie hier. Aha, geht doch. Okay, sehr gut. Pass auf. Wir machen schnell. Guck mal, wie lange das dauert. Ich weiß nicht, ob das eine schöne Musik ist. Wir verfreuen sich bestimmt nicht alle. Okay. Los geht's. Wir belagern direkt, oder? Wie schaffen wir das? Guck mal, das können wir auswürfeln. Das können wir auswürfeln. Sobald das Lager steht. Geheimrat der Fürsten. Jetzt wollen die das machen? Clans Rang 5 erhalten nur 5,5 pro Tag. Dafür erhöhen sich die Einflusskosten dafür, Clans mit niedrigem Rang in die Armee einzuladen um 20. Puh, scheiße. Tulak ist echt der Redelsführer hier. Nee. 0,5. Ist auch lächerlich. Wir warten lieber schnell auf. Wir warten lieber gerade auf alle. Ach, 152 Tote! Aber wir haben sie. Okay. Immer noch Oxal.
Burg Veresand und Burg... Ne, Burg Tirby würde ich gerne haben. Erstmal Oxal. Komm, das müssen wir jetzt gerade machen. Wir müssen Truppen auffüllen und so. Wem geben wir das denn dann? Einmal der Jelind und Arkit. Wetzowing könnten die nächsten, ja. Wetzowing! Wir haben keine Zeit zu warten. Oh, da kommen sie schon. Okay, los geht's. Töten wir ein bisschen Batana, bevor die mehreren Armeen sich da verbünden. Das gibt eine schöne Feldschlacht. Ist das alles? Dann machen wir danach Burg Tirby. Na komm, wir warten, bis es Tag ist. Das muss nicht sein. Da kommt nämlich noch eine. Und los geht's. Angriff. Komm, die machen wir noch. Dann haben wir wenigstens zwei Schlachten die Folge noch gehabt. Okay. Alter, es sind so viele. Da sind die alle gepanzert. Die sind einfach alle gepanzert. Zählt euch die rein. Alter, da steht... Der lässt doch nichts stehen. Wir gehen dann erstmal mit der Infanterie vor. Ach du Scheiße. Puh, die kommen wirklich, oder? Ne, die kommen nicht. Ne, tun sie auch nicht. Schon mal gucken, wo wir uns hinstellen. Die Reitermassen. Die Reitermassen Waltertals sind bereit für alles. Guck mal, wie wenig eigentlich davon mir gehören. Gut, von den Infanteristen vielleicht viele. Infanterie, Infanterie, Kavallerie, Kavallerie. Warum ich das immer mache, das mache ich wegen Braveheart. Das ist halt immer so. Infanterie, Infanterie, Infanterie. Gab halt keine Handys. Ich würde gern sehen, wie die so aussehen, aber ich glaube, die sehen nicht sehr toll aus. Es sieht sehr gut für uns aus. Ich glaube, das ist Pillepalle. Die Kavallerie ist natürlich, ne? Nicht ohne. Okay. So, los geht's. Bleiben bei unserer Infanterie, aber trotzdem. Infanterie! Oh Mann. Alter, es ist einfach ein Bach. Guckt euch mal die Speere an. Sollen die doch versuchen, uns hier anzugreifen? Okay. Stirbt doch jemand? Ah. True, fire!
Natürlich dürft ihr auch schießen. Horseman! Attack! Wunder! Gehen direkt angreifen. Komm, Schilde! Ach, das sind gar keine Schildträger. Schneller laufen, bitte. Oh, scheiße, Lancelot! Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Verheiz mal, der Verheizige. Oh Mann, das ist einfach nur 50-50. Nein, es tut mir leid, Azorai-Infanterie-Veteran. Da kommt die Verstärkung. Gibt's noch nicht. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Unsere arme Kavallerie, ey. Weiter feuern, weiter feuern. Bleib lieber hier. Die armen Bogenschützen. Vertrieb ich gleich durch. Okay. Ein bisschen zurückfallen lassen. Kavallerie muss man ein bisschen Zeit holen. Kommt neue Kavallerie. Aber jetzt schon um einiges schlechter. Oh Mann, das war überhaupt nicht toll hier. Aber was soll man machen, wenn die so viel Kavallerie haben, ey? Infanterie! Forward! Form Infanterie! Move! Ja, ich lasse die erstmal kämpfen. Ich brauche ein Pferdchen. Ich habe gerade eins gehört hier irgendwo. Wir können, glaube ich, wieder weiter nach vorne, ne? Ja, komm, die Kavallerie macht dann gut. Ach komm, ey. Lass lieber attacken, dann sind die alle ein bisschen schneller. Ja, guck mal, da hinten ist doch gut. Alter, ja, die zweite Gruppe ist noch gar nicht im Einsatz. Los, komm, du Federvieh. Ach du Scheiße.
Wieder neue gespawnt wahrscheinlich, ja, ja. Nee, doch lieber zurück. Oh Mann. Oh, viele Headshots gibt's auf jeden Fall. Okay. Wir haben ziemlich viele Nahkämpfer hier, die sehr gut sind für den Nahkampf. Und wir gehen auch jetzt gleich rein, sobald es geht. Aber wir lassen die erstmal ein bisschen dezimieren. Oh je. Yo, Alter. Oh, guck mal, viele von denen werden sogar aufgehalten. Okay. Und los geht's. Wir holen ein paar Bogenschützen ab. Ah, das sieht ja schon besser aus. Blockiert mich doch nicht so. Wie peinlich, ey. 700 gegen... Wow. Komm, mach den Rest jetzt weg und gut ist. Wer ist das denn hier? Ich hab die fliehen jetzt gerade. Ihr Feiglinge! Nicht so gut. Die Schlacht war nicht so gut. Du kannst gehen. Ja, ja. Uiuiuiui. Wir die ja in die Garnison oder verkaufen die? Ich glaube, wir verkaufen die lieber. Okay, jetzt müssen wir unsere Armee mal kurz ein bisschen flicken. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Mountain Blade Bannerlord, es wird schon, keine Sorge. Bis zur nächsten Folge, ihr seid die Besten. Haut rein.